Hallo und wieder willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Und mit mir dabei auch der Onkel natürlich. Ja, hallihallo, Hallöchen. Und wir wollen Unterschlupf suchen, habe ich gehört. Oder bauen, je nachdem. Na gut, erstmal wollen wir looten. Erstmal gehen wir In der looten. Nacht. Also ich würde sagen, die erste Nacht, ich weiß nicht, wir probieren jetzt die Nacht mal aus zu überleben. Und wenn die zu krass wird, müssen wir uns halt wirklich einen Unterschlupf. Wir müssen uns sowieso einen Unterschlupf suchen, weil wenn die Tage so schnell vergehen, dann wäre es schon schön, wenn Man wir. kann hier die Eisendinger und die Betonblöcke hier kann man nicht mitnehmen. Ne? Gedacht, die kann man Du einstecken, aber. kannst da aber bearbeiten und dann kannst du abbauen. Also kannst du abbauen. Oh. Ich Boah, kann nee, das Stuhl. dauert zu lang. Ich kann Stuhl mitnehmen. Kannst auch springen. Ja, Wahnsinn. Ich sag's nur, weil du außen rumgelatscht bist. Ach so, Dreieck. Bist du hin? Mein Inventar ist langsam ziemlich voll. Ich bin hier unten. Du musst mich doch sehen, oben auf der Map. Nee, hat er nicht angezeigt, deswegen. Da ist ein Auto. Ich guck mal, was im Auto steckt. Also hier kriegt Oh, man schön Stein Autos. raus. Hier kriegt man schön Stein raus. Hä? Und wenn ich hier auf den Schutt hau, kriege ich auch noch Stein raus. Hä? Ja, passiert. Ach ja, man kann sich ja hier auch nach unten arbeiten und so. Man kann sich ja noch Löcher buddeln. Man kann sich ja in die Erde Ja, reingraben. es ist wie Minecraft. Ja, du kannst auch buddeln. Die Autos sind alle leer. Ist sowas aber auch. Die haben nichts. Ich gehe mal hier rüber zu der Ruine. Ah, hier. Eine Eisenschaufel gefunden. Die habe ich vor uns aus Versehen gecraftet. Nein, ich habe die Steinschaufel gecraftet. Wenn komische Musik kommt, dann weißt du, die Zombies kommen. Wie? Die Zombies kommen. Ja, dann wird's Nacht. Ist ja noch nicht ganz dunkel. Hier noch irgendwo Ruin? Na, das Problem ist, sollen wir jetzt hier echt rumgeistern oder sollen wir uns. Nee. Umgeister nicht. Überleben wir das, wenn wir jetzt einfach so rumlaufen hier? Ich bin Wir nicht werden gestorben. sehen. Wir werden sehen. Ja, so schlimm sind die. Oh, guck mal, das ist was Großes. Bist du? Na. Oh, jetzt kommt die Musik. Ich glaube, die sind hier bestimmt in der Nacht deutlich aggressiver, die Viecher. So, hier ist ein Spind. Der ist leer. Lasse. Erinnert dich immer schön an deine Quests, dass du deine Sachen erzählst. Du bist immer noch nackt. Lass mich doch nackt sein. Na, aber du hast ja gar keinen Schutz. Ich habe vorhin schon einen Zombie gesehen, oder sind wir weggegangen von dem, der hat uns nicht entdeckt. Klamotten aus Pflanzen, stimmt ja, da war ja was. Glaub, Ne? Ich habe ja genug Pflanzen. kommt da gerade ein Zombie an. Wo sind denn die Klamotten? Ja, mach doch deine Quests erstmal. Das sind doch die Ach Quests. so. Klamotten fertigen. Aus Pflanzen. Klamottos. Da. So, lass mal gucken. Kann überhaupt nichts bauen. Was haben wir denn hier? Cool. Kann keine Klamotten bauen. Kann Holzzaun bauen. Und einen Lattenzaun und einen Holzschreibtisch und keine Ahnung, was nicht alles ich bauen kann. Aber keine Klamotten. Doch. Ich hab sie doch auch. Nein. Warte mal, jetzt haben wir hier. Die leckt manchmal. Hier.
Also ist das T-Shirt schlechter oder wie? Ich verstehe das nicht. Verstehe es manches nicht. Oh Gott, schön. Ja. Kann man das dann auch irgendwie. Man kann das auch ansehen. Ach so. Zerlegen. So. Also, wo sie gibt keine Pflanzen. Ach doch, da. Pflanzenfaser. Hose gibt's nicht. Gibt Schuhe, Hemd, Hose, das ist doch. Sag das doch. Da brauche ich aber Pflanzenfasern. Ich habe aber nur hier, was habe ich hier? Ja, hau doch einfach hier ein bisschen in der Wiese rum. Goldrutenpflanze. Das sind keine, doch, sind Pflanzenfasern. Ja, hau doch einfach ein bisschen in der Wiese rum. Ach, ich brauche Dings. Ja, ja, ich sehe es gerade. Ich habe 4 und brauche 10. Da. Ich brauche ja noch mehr. Ich brauche ja nicht nur die Hose. Sepp. Du? Ja, ja. Okay. Daneben hauen ist nicht so toll. So. Fangen wir mal. Ah, okay. Handschuhe. Auf 5. Zack. Oh, 3, 2, 1, zack. Machen wir das mal noch mit. So. Hemd. Hopp. Und eine Hose. Kann man gut machen. So, ja, warte, das ist schön. Pflanzenfaserhemd. So. Das brauche ich jetzt einfach nur rüberschieben, ne? Auf meinen Typen. Ja. Mein Typ. Hemd. So. Handschuhe. Wo kommen die hin? Wo sind die Hände? Da. Zack. Da, wenn wir das alles raus haben, geht das ja alles natürlich schneller. Jetzt stehen wir halt hier jetzt an der Stelle und ich bin hier ein bisschen am Bammeln gerade, dass hier kein Zombie kommt. Ich hab einen Hut. Und der macht hier Luftsprünge, weil er einen Hut hat. Und ich habe hier so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ach Quatsch. So. Was brauche ich noch? Kapuze und Schuhe. Kapuze? Okay. Ja. Lass mich raten, da brauche ich auch wieder Pflanzenscheiß. Was machst du denn aus so einem Scheißhut? Ja, den musste ich machen, was du kriegst. Gar nicht. Doch? Nein, da hätte ich nicht auch auf. Ja, was denn denn hier auf? Weil das keine Quest war. Wenn dann richtig. Black. Das ist ganz schlimm, wenn du schwimmst. Alter, da hatte ich vorhin Leck. Auf einmal war ich unter Wasser, wäre fast gestorben, deswegen. Wegen dem Scheiß. Ja, was hört man da auch? Schuhe. Ich muss doch gucken, was ich bauen muss. Mensch. Alter. Achso, ich könnte da weiter mal wenigstens Dings machen. Bin halt immer mal. Kapuze. So. Mein Freund. Kupferstecher. So. Ruhe. Quest abgeschlossen. Was haben wir denn jetzt? Lang. Gibt auch Beinschienen. Ach, Lagerfeuer. Langfeuer. Kapuze kommt. Lagerfeuer. Gehört das? Kapuze kommt zur Kapuze. Keine Kapuze. Du hast immer alles nicht. Mantel, Gesicht,
Brille. Gehört zur Mütze. Für den Abschluss der Quest ist Xy des Überlebens hast du einen Fertigkeitspunkt erhalten. Verwende ihn über das Fertigkeitenmenü in deinem Inventar, indem du dort die gewünschte Fertigkeit oder Eigenschaft auswählst und sie kaufst. Was? Ich hab's nicht verstanden, aber okay. Ich habe halt die Quest abgeschlossen. Genug Nahrung. Okay. Jetzt kann ich irgendwo Fertigkeiten ausbauen. Genug Nahrung zu dir genommen, um langsam zu heilen. Jetzt. Hier oder was? Mhm. Lauf, Forest, lauf. Ich muss noch mehr Pflanzenfasern sammeln. Oh, da hat einer ein Feuer gemacht. Ja, ich. Mach's doch an. Ich hab doch hier ein Lagerfeuer. Oh, das geht nicht. Ich hab doch hier eine Fackel, müsst doch eigentlich. Sexuelles Raubtier. Ja. Schwein. Du hast Ausdauer eines wilden Tiers. Stelle mit jedem Rang schneller Ausdauer wieder her. Mhm. Ein Stein. Kann man hier nicht irgendwie Stärke oder so einen Scheiß machen? Braucht noch mehr Gras. Oder? So, Quest fertig. Ach, ich muss. Och, Alter, ich geh krachen. Bist du? Warst du eben noch hier? Bin doch hier. Ich muss die Kapuze aufsetzen. Natürlich musst du sie aufsetzen. Warum? Steht doch in der Quest. Ja, jetzt steht's da. Das vorher stand nur da gefertigt, jetzt steht da getragen. Will ich aber nicht, will den Hut, will den Cowboy-Hut. Boah, von Weiden hört man hier Zombie-Geräusche. Okay, wir brauchen dazu. Eine Flasche Wasser habe ich doch. Einen Holzknüppel fertigen. Also, hier eine Flasche Wasser habe ich doch. Was wollen denn die? Habe ich doch. Holzknüppel. Dürfte bei. Rohstoffe? Oh. Holzknüppel, da ist Holzknüppel. Ah, da ist es. Bleib stehen. Ja. Ja, ich habe ein Lagerfeuer platziert. Ich habe ein Holzknüppel gesammelt. Knüppel dich. Oh, Wölfe. Das ist kein Feuer, ne? Jetzt siehst du nichts mehr, ne? So. Okay, wollen wir jetzt mal weiterziehen und irgendwo eine Stelle, wo wir uns vielleicht sogar einmischen? Ich würde das Lagerfeuer anmachen. Geht nicht, muss erstmal was haben, Materialien dazu, also Dingsbums. Ach, ich kann ins Lagerfeuer irgendwas reinschmeißen, oder wie? Weil das kann ich, raus. Das kann ich looten. Das Lagerfeuer looten. Ja, du kannst ja Dreieck drücken. Kannst du nichts looten. Das ist doch bloß, was du machen kannst, sozusagen. Jetzt kann ich nicht, das kann immer nur einer, okay. Aber warum kann ich... Es glüht. Aber das glüht. Ist es? Glüht. Ich stehe mir hier schon die ganze Zeit hier an dieser Einstellung Lagerfeuer angucken. Komm, lass es mal weiterlaufen. Oder machst du noch deine Quest oder wie willst du das machen? Mach ich so nebenbei. Ich soll jetzt nämlich auch einen Holzbogen fertigen. Aber dazu brauche ich natürlich noch einen Stein. Apropos Stein, der liegt einer rum. Ach so, jetzt hat's wieder. Mit einer Fackel in die Hand, siehst du mehr. So. Holzbogen. Holzbogen. So. Okay, weiter geht's. Ich habe einen Holzbogen gefertigt. Ich muss gerade nicht aus dem Menü raus, weil Holzbogen gefertigt. Warum? Kannst du doch auch fertigen, wenn du läufst. Boah, diese Lecks manchmal. Ich muss ja zwei Pfeile machen. So, fertig.
Und ich würde sagen, wir suchen uns mal so schnell wie möglich mal irgendwie ein Gebiet. Alter. Oh, Alter, ich laufe hier geradewegs auf den Bär zu. Ich habe mir dann seinen Arsch gerochen. Nee, ernsthaft. Hier bei dem Baum ist noch ein Bär, ist nicht? Hau nur. Ja, sicher. Hau du noch einen bloß? Ja. Ich lass dir den Vortritt. Guck, den siehst du kaum. Deswegen bin ich jetzt so. Ich bin froh, dass der friedlich mit ist. Mit dem dicken Hintern, Alter. Der dicke Arsch vom dicken Bären. Wie gesagt, wir sollten uns langsam irgendwo eine Stelle suchen, wo wir uns vielleicht niederlassen. Hier gibt es halt keine Städte, ne? Dass du hier irgendwie fertige Häuser hast oder so, ne? Ja, gibt's schon. Ich bin ja auf der PC-Version zumindest, bin ich schon öfters mal in der Stadt gewesen. Ja, weil Zufallsgeneriert? Was? Bei Zufallsgeneriert? Ich weiß nur, dass das von die normale Map. Da hast du eine Stadt. Aber bei Zufallsgeneriert, glaube ich, hast du keine. Weiß ich nicht. Ne, wir können uns ja auch einfach selber ein Haus bauen. Klar, einfach mal so hier. Oh, Zombie! Alter, was ist das für eine Olle? Alter, bin der Marsch. Was ist jetzt? Alter, ich hau auf die Alte drauf und du haust dir auf den Kopf und die fällt um. Alter, wie geil ist das denn? Ja, wir sollten uns eine übersichtliche Stelle suchen, wo wir uns hinbauen, niederlassen. Weil es ist schon Tag 2. Und Tag 7 kommt ja. Ja, aber es wird hell. Es wird hell. Wenn du in den Horizont guckst, es wird hell. Mhm. Wäre dann schon dann wichtig. Holz. Der Mond ist ja noch voll am Himmel und du sagst, es wird hell. Doch. Hinten, weil es hinten blau wird. Das ist bei mir zumindest. Und dann wird es eigentlich hell. Ein großer Baum. Ich nehme mal den Baum auseinander. Bin ich ein 500er. Der bringt viel Holz. Okay. Holz heißt Hütte bauen. Hütte. Ja, das dauert zwar eine Ewigkeit hier, der Baum, aber ja, dazu. Der da ist, haben wir ordentlich Holz. Vor der Hütte. Ja, dazu. In der ja, Hütte. Dazu. Bei der ja, dazu. Hütte. Ich kann dazu. Jetzt ist meine Axt kaputt. Muss ich eine neue bauen? Holz. Wir sammeln Holz. Ah, wo war denn jetzt diese blöde Axt? War doch bei Werkzeuge, ne? Ich glaube sogar, du hast recht. Was? Damit den hell werden. Ach Quatsch. Dein Axt. Ach Scheiße, brauche ich wieder. Warte mal, Stein. Brauch zwei Steine. Och Mann, jetzt kriege ich den Baum aber nicht kaputt. Das dauert doch jetzt 3 Jahre. Warte, ich kann dir doch einen Stein geben. Hau gegen den Baum. Was? Na, ich hau gegen den Baum, dass er vielleicht irgendwann umfällt. Hier liegen doch überall Steine, du Blindschiff. Was? Wo? Ja, warte hier, ich geb dir einen. Riesensteine, ja, das sind der Pilz. Hier liegt genau nebenbei ein Stein, neben Baum ein Stein. Hier unten ein bisschen die Wiese runter liegt ein Stein. Du bist so ein übles Blindschiff, das ist der Wahnsinn. Kannst trotzdem nicht bauen. Hä? Weil dir immer noch ein Stein fehlt, wa? Ach so. Ich brauche noch einen. Ich sehe nichts. Fackel, wo bist du? Menschlein. Du Blumen. Mach mal den Baum kaputt, genau. Sieht aus wie der hier, Umfeld, Alter. Hier das liegt doch ein Stein. Hier. Wo? Hier, vor meiner Nase. Ja, ich seh's.
Wenn man weiß, wo sie sind, dann ist klar. Ne? Na, was? Was sieht das doch? Steinaxt. Eigentlich nur eine Steinaxt? Nee, es gibt ja noch Metallaxt und so. Ja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich mal langsam. Es gibt keine Metallaxt. Hier keine. Du sagst, wie wär's, wenn wir uns hier so ein kleines Hütchen hinbauen? Da haben wir so ein bisschen die Umgebung im Blick. Vielleicht geht's hier oben, aber wenn ich hier den Berg hochgehe, vielleicht haben wir da sogar auf beide Seiten irgendwie einen Blick. Da habe ich irgendwie zwei Steinäxte gebaut. Nein, das ist bloß eine Stärke oder sowas. Na, da steht zwei unten drunter. Ja, ich weiß schon. Achso, das ist der Level, ne? Mhm. Wie du gerade sagst. Okay. Okay, vielleicht ist hier eine schöne Stelle. Mal gucken. Ah, hier, das sieht doch gut aus. Du meinst hier so in der Nähe von den Felsen, meinst du hier, von den Dingern hier. Hier sieht doch gut aus. Kann man nicht diesen riesen Felsen hier kaputt machen? Ja, sicherlich. Ja. Na komm, das bringt ja bestimmt irgendwas. Also kommst du dann einfach zu mir und ich baue hier schon mal ein bisschen die Hütte los. Okay. Ja, ich habe hier auch, habe ich Holz? Ja doch, so ein bisschen Holz habe ich schon. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall Stein, weil wenn ich diesen großen Felsen hier weg habe, dann habe ich bestimmt ordentlich, denke ich mal. 10? Denke ich mir mal. 10 an Stein? An Felsen? Ja, ich denke mal, da musst du bestimmt eine Spitzhacke oder sowas bauen, damit du das ordentlich wegkriegst, wa? Solche großen Steine. Ich weiß nicht, was ich jetzt gekriegt habe. Eisen. Bei Eisen. Aber das dauert zu lange. Da ist das 500 sind das und das hat gerade mal zwei Eisen gebracht. Also. Boah, was ist das für ein Riesenbaum, Alter? Ein Tausender. Egal, machen kaputt. Aber wir brauchen ja Holz, ne? Brauchen wir sowieso mehr. Kann man das hier irgendwie pausieren? Was, das Bauen? Ja, kann man. Also zumindest abbrechen. Ich brauche eine Steinaxt. Lalalala. Ja, Holz bringe ich gleich genug mit. Also, da brauchst du keine Angst haben. Ich fertige gleich mal zwei, weil die mir ständig kaputt geht. Ja, die gehen schnell kaputt. Und was wir dann definitiv auch mal irgendwann brauchen, ist eine Kiste. Eine Lagerkiste, meinst du? Mhm. Gibt's sowas hier? Sicherlich, ne? Kannst du auch irgendwas anderes dafür entfremden? Irgendwelche anderen Sachen? Ja, wir werden noch viele solche Dinger brauchen, deswegen ich bastel's einfach mal voll. Voll drauf los. Brauchen eine neue Steinaxt. Ich hab mir jetzt gleich 4 Stück gebaut. Weiß drauf. Ne? Und doch, die Zahl unten drunter heißt, wie viel du davon hast. Nö, dann hätte ich doch sieben Steinäxte, das ist ja Quatsch. Aber warte mal. Hä? Warte mal. Du tust doch pro Craften und pro Schlagen und pro tust du dich doch alles auf deine Fertigkeiten. Ja, pass mal auf, ich habe 4 Steinäxte, ja, die sind 4 einzeln abgelegt. Hm. Bei dem einen steht 4, bei dem anderen steht 6, bei dem anderen steht 8, bei dem anderen steht 10. Das siehst du. So. Das sind doch ein und dieselben Äxte. Ja, aber du hast doch, dadurch du deine Fertigkeiten verbessert hast, kannst du bessere Äxte herstellen. Und so sind die hochwertiger. Zieht genauso viel ab. So ist das bestimmt gemeint. Ja, aber es wird wahrscheinlich nicht so viel abgezogen. Ja, genau. So. So, wieder schön Farm. So, den Baum hatte ich hier Bäume. Ja, ich auch. Ich bin am Bäume fällen, wie bekloppt. Wir bauen ein Haus zusammen, ne? Ja, los. Das heißt es wieder, heißt es wahrscheinlich wieder, ich bin der Bauer und du bist der Luder, wa? Wie wir es immer gemacht haben, oder? Du der Bauer, ich der Luder. Das klingt irgendwie. Du bist das Luder. Wo willst du jetzt hinbauen? Hier irgendwo oder was? Ich bin doch schon da, wo ich hinbaue. Ich baue doch schon jetzt gleich meinen ersten Klötz hin. Ja. Oh, Alter, hast du mich jetzt erschrocken. Ja, deshalb habe ich ja gefragt. Weil ich in der Nähe war. Oder bin. Wieder ein großer Baum, den nehme ich auch wieder mit. Wie viel Holz habe ich denn jetzt eigentlich, Alter? Muss ich ja massig jetzt haben.
Ich sag mal, oh, 984 Holz. Reicht das? 1000er Baum mal kaputt machen. Wir fangen erstmal mit einem. Na wohl. Wir fangen erstmal mit einem. So Struktur. Mit dem kleinen Haus erstmal an. Wände oder? Machen oder so. Soll ich das schon ein großes Haus machen oder? Kannst du ja ausbauen. Also ist ja nicht das Problem. Meine Fertigkeit, Bauwerkzeug ist jetzt auf Level 3. Nicht 10. Bäh. So, so bist du gegeben. Das ist ja toll. Und ich hau auf den Baum drauf und der fällt nicht um. Doch, jetzt. Es sieht ein bisschen komisch aus, wenn die Bäume umfallen. Ja, sind wir mehr die fallen halt um. Wie sehen Bäume aus, die umfallen? Die fallen halt um. Ne? Ah, was machst du jetzt hier? Du machst jetzt... Eine Wand. Kannst du da keine Wand davor hauen? Weil das ist ja so durchsichtig. Ja, das muss ich doch erst ausbessern. Das kommt doch alles noch. Bloß wenn... Ich bin... Ja, ja, wenn ich jetzt die Wand jetzt schon ausbaue, dann kann ich die dann nicht mehr einfach wegnehmen, wenn mir das nicht gefällt, weißt du? Wie baust du denn das aus? Baust du einfach drüber oder nee, was? Nee, du musst selber mit der. Warte mal, nimm mal hier. Warte, ich warte mal hier einen hin. Mit Holz. So, jetzt nimm mal die Hacke, die du hast, und drück mal mit L2 auf den Stein drauf. Nee, hier. Ich hab dir einen hingebaut, einen Klotz. Warte mal. Hä? Mit L2 einfach mal halten. Ach so. Ah. Muss man ja auch mal wissen, ne? Genau. Oh, gut. Obwohl du das eigentlich eine Quest hattest, aber okay. Ach nee, das hast du jetzt bestimmt als Quest. Holzrahmen gefertigt, ja. Habe ich jetzt aber nicht gekriegt, weil ich nur den Holzrahmen aufgewertet habe. Aber wenn ich den jetzt einfach kaputt mache, wieder aufwerte, geht das? Ich glaube, ich gehe noch eins weiter an der Breite. Wir sind ja zwei. Kann man ruhig noch ein bisschen übertreiben, ne? Nee, das funktioniert nicht. Einfach... Oh. Bumm kaputt. So. Hier eigentlich. Ach, das ist das Holzding. Was ich machen sollte. Holz... Da Holz... Knüppel. Muss das wieder kaputt machen, weil. Ja. Ja, machst du es immer kaputt, du stehst nicht genau im Haus. Deshalb mache ich es ja kaputt. Lass mich doch im Haus. Sehen. Wir sitzen dann natürlich dann nur noch Fenster ein und sowas. Mal 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Upsala, ich bin hier 1 zu weit. Was machst denn du? Zombie-Abwehr fallen. Oh, siehst du? Ach, scheiß Lex. Warteschlange ist voll. Sit doof. Wie war der Schlangenfall? Ja, da passen immer nur 4 Stück rein. Beim Bauen. Ach so. Hm. Ich denke mal, das kannst du vielleicht dann auch noch ausbauen, denke ich mal. Ausbauen. Das ist jetzt gelandet. Na, hier würde ich dann schon gerne ein Fenster drin haben. Und hier? Obwohl, ob das Sinn macht, ein Fenster bei Zombies. Ah, hier ist es. Ne, dafür habe ich nachher eine Falle. Es ist Falle, erstmal so eine Abwehr-Dings. Ah, hier kommt Fenster hin. Okay, warte. Genau, mal das erste dahin. Wo bist denn du? Ah, genau. Und du kannst ja da vorne Abwehrfalle, genau.
vors Fenster. Das gute heißt, Idee. Abwehrfalle ist halt, sowas. Warte, ich guck. Siehst du? Stachel. Ja, das ist doch gut. Können wir uns da selber verletzen? Au, ja, au, ah. Warum probiere ich das eigentlich aus? Du wärst doch sowieso irgendwann mal passiert. Ja, so oder so, ne? So, wir kennen ja Zombies, die sind ja nicht nur am Fenster. Vor die Tür hau ich's nicht, ja, so doof bin ich jetzt auch wieder nicht. Wer weiß. Ja, du kannst das ganze Haus eigentlich rummachen. Aber ich würde es gerne erstmal ausbauen, ja, ich, weil ich muss ja dann hier hin noch. Deshalb mache ich es erstmal bei den Fenster. Sonst. Achso, du machst ja gleich. Sonst tust du dich weh. Wie viel habe ich jetzt hier? Aber es kommen noch mehr Fenster rein, ne? 4, 5. Na komm, gehen wir noch ein bisschen. Bauen das gleich. Also, ich fange an. Du baust aber ganz schön hoch schon, ne? Und auf 2 Etagen, so wie das aussieht, ne? Ich baue 1 Etage. Ja. Sieht noch 2 Etagen aus irgendwie. Weiß auch nicht. Ja, wenn du drinnen stehst und das drüber gebaut ist, dann nicht. Denke ich mal. Denkst. So, haben wir jetzt eine ungerade Zahl, weil ungerade ist immer schön. 1, 2, oder machen wir? Wir könnten immer langsam mal auf eine Pause machen, Kollege. 6, 7. Wenn du mal auf die Uhr guckst. Wenn ich mal auf die Uhr guck. Ja. Komm, wir bauen es jetzt mal ganz strukturell, oder? Geht gleich los. Hier kommt dann noch ein Fenster hin. Leck, leck, leck. Ich kann das Ding ins Fenster reinhauen. Holz. Hm. Macht keinen Sinn, ja, ich weiß. Warte, da kommt noch. Da müsste jetzt noch eins hinkommen, aber ich mach's dahin. Ach, so ging ja bauen. Ich hab falsche Taste gedrückt. So. Was kommt noch? Ist, ja, ich glaube, das bringt schon was, die Holzteile da. Ja, oder wir machen das anders. War jetzt nicht unbedingt viel, Zack, aber. 1, 2. Machen wir hier noch ein Fenster hin. Und dann. Man auch. Bitzer Stamm habe ich auch noch. Ja, du kannst dich ja mit sowas Angst. Ein bisschen probieren. Ich mach hier. Ja, genau. Wir haben ja hier genug zur Auswahl. So, ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir ein bisschen was rausgefunden und hier wird es auf jeden Fall. Wir bauen jetzt hier unsere kleine Hütte hin. Und im nächsten Part machen wir dann weiter mit dem Bauen. Und ja, ich denke mal, wir sind erstmal die nächsten Parts mit Bauen beschäftigt. Denke ich immer so. Richtig, und dann, wenn wir hier ein bisschen unseren Unterschlupf gemacht haben, dann setzen wir uns hier unsere Schlafmatten rein und dann dürften wir eigentlich immer einen Spawnpunkt haben. Das ist ja das Gute dann da dran. Eine Trophäe, Christoph Kolumbus. Und ja, dann können wir hier immer wieder spawnen und finden auch immer wieder zurück. Das ist nämlich das Tolle, weil dieser Schlafsack, was denn? Ich habe aus Versehen das Ding abgeholzt. Moment, ich baue es wieder hin. Weil der Schlafsack markiert dann nämlich die Stelle, wo wir sind. Das wollte ich noch sagen. Ich kann das nicht mehr hinbauen, doch. Wie denn? Ich mach da das Fenster wieder zu, ich glaub's nicht. Das war kein Fenster, ich hatte doch das weggemacht. Du hast das weggemacht, ich hab's wieder reingesetzt und hast jetzt das andere reingesetzt, wo das Fenster hinkommt. So, meine Lieben Freunde, okay, so. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und bis dahin erstmal, ciao. Tschüss.